Jetzt weiter. Schwarze Perle. Ich glaube, so querfeldein geht es ohne Blitze einfach besser. Mhm. Ja, sehr schön. Frage ist, wie viele... Oh. Das war die Ziege, die ich leider überritten habe. Hey, da drüben müssen wir hin. Ich sehe das schon. Dann gucken wir lieber. Keine Ahnung. Boah, Geralt, meine... Ja. Er geht nicht hier... Ist das bescheuert, ne? Kannst du nichts zu sagen. Dreck hier manchmal. Okay. Hoch. Oh, der erste. Und der nächste tot. Und du auch. Na, nicht ganz. Mach, Geralt, Mann. Ja, auch weg, okay. Na, nicht. Wasseressenzen. Auch gut. Ja, hervorragend. Es war wieder so ein richtig toller Kampf. Tolles Gelände auch. Und wir verzehren mal wieder ein bisschen was. Das ist nicht dein Tag. Hä? Ach, ist die eine noch tatsächlich.
Hervorragend. Was für ein Sprung. Und da ist Arinbjörn. Nee, Nidaf. Gut, dass du da bist. Wie sieht's aus? Hilfst du dem alten Nidas bei der Suche nach der schwarzen Perle? Warum bin ich denn dann hier? Ich will es hinter mich binden. Die Feuchtigkeit ist schlecht für meine Knochen. Brechen wir auf. Deinen Knochen wird es nicht gefallen, aber an Land finden wir keine Perlen. Stimmt. Aber ich habe im Krieg Schlimmeres überlebt. Bei Rossrock haben wir bis zur Hüfte im Schlamm gekämpft und ist auch egal. Die Geschichte bedeutet der Jugend nichts mehr. Komm, die Perlengründe sind nicht weit. Schön mit dem Turm im Hintergrund und diesem Gebirge. Und bei dem Turm weiß man ja auch, dass da auch nochmal eine Quest kommt, der ja irgendwie auch verflucht ist oder weiß der Kuckuck. Für einen Mann deines Alters ist dein Gang ziemlich flott. Du hättest mich früher sehen sollen. 30 Meilen am Tag in voller Montur. Das freut mich ja. Wir sind da. Wenn man hier taucht, soll man überall Austernbeete sehen können. Das Problem ist nur, dass nicht alle Perlen enthalten. Und die Schwarzen sind selten. Aber wenn du lange genug suchst, findest du eine. Ach, ich soll das Tauchen übernehmen? Nun, ich war mein Leben lang bei der Infanterie. Das Wasser ist nicht mein Element. Und meine Lungen sind auch nicht mehr so kräftig. Also, ja. Der Kunde hat immer recht. Des ewigen Feuers mit dir sein. Ewiges Feuer? Wenn er das uns vorher so gesagt hätte, hätten wir ihm, glaube ich, nicht geholfen, oder? Aber ja, gucken wir mal. Sind Wale? Sind die neu in der Version? Ey. Es ist gut, Geralt. Warum? Weil ich die Hexersinne nicht benutzt habe, deswegen. Ja, total lächerlich. Oha. Knappe Messen, aber es hat funktioniert. Geralt, was zur Hölle macht er denn da? Da, da ist die schwarze Perle. Ja,
eigentlich hier noch ein Sirenenkampf am Land oder trügen mich da meine Erinnerungen? Nee, ach, Ertrunkene. Ich dachte, er ist bei der Infanterie. Was tut er denn? Wieso kämpft er denn mit... Ach, der hat doch ein Schwert in der Hand. Ich wollte gerade sagen. Alleine hab ich das nicht. Ah, den kriegen wir schon beschützt. Gut, dass er auf die Omme gekriegt, der Kerl. Erstmal looten. Also gut warst du nicht. Verdammt. Das Spritzen muss sie angelockt haben. Alles in Ordnung? Bin an einigen Stellen verletzt. Aber wenn ich Sodden überlebt habe, überlebe ich auch das. Hattest du Glück? Eine schwarze Perle, wie gewünscht. Wunderschön. Selten. Wie meine Letter. Nun, wie Marschall Nathalie sagen würde, du hast dir eine Medaille verdient. Oder eine Woche im Bordell. Münzen reichen mir vollkommen. Oh, ja. Hör zu, es ist mir schrecklich peinlich, aber... Nun, ich habe keine Münzen dabei. Versuch nicht, mich zu hintergehen. Um mir den Zorn eines Hexers zuzuziehen? Ich bin alt, aber nicht dumm. Wir treffen uns in Novigrad. Ich bezahle dich bis auf den letzten Heller. Fußsoldaten, Ehrenwort. Triff nieder zum Golden Schirm, um deine Belohnung abzuholen. Meine. Jetzt musst du wieder um die ganze Welt latschen, um dir diese Belohnung abzuholen. Ist die Frage, ob wir das dann nicht eher machen, wenn wir... Ach, für nix. Ich glaube, hier irgendwo waren. Ist ja nochmal irgendwo ein. Das ist kein gewöhnlicher Nebel. Das ist nicht schlimm. Nein. Geralt, renn doch einfach. Ist unfassbar nervig. Oh. Bin tot. Noch nicht. Mampfen wir mal kurz was. Wo haben wir denn jetzt hier runter? Gibt es hier irgendwo ein Schiff? Da ist ein Schiff. Das ist das Schiff. Hervorragend. Dass es hier Wale gibt, das ist mehr.
Ja, fast sicher, dass mir das noch nicht aufgefallen ist. Jetzt kriege ich eine Markierung. Da oben. Wenn ich hier unten an den Steg schwimme. Okay. Naja, wir haben ja trotzdem das, was wir wollen, aber ich kann nicht dahin. Das bringt halt nichts. Leider bringt das nichts. Deswegen. Ich würde aber auch gerne die Quest abschließen. Ich glaube, wir gehen nochmal fix nach Novigrad. Es schüttet wie aus Eimern. So. Ach nee, schon wieder Regen. Ach nee. Ach nee, schon wieder Regen. Hallo, Zucker hier. So. Obwohl, wenn es wirklich immer regnet und man immer draußen dabei ist, dann ist das schon ätzend. So, Platz des Viragen. Aber das war gar nicht so einfach. Ja. Wie der Hexer bald erfuhr, war ich den Bossen der Unterwelt Novigrads in die Quere gekommen und verschwunden. Der zuverlässige Geralt fand heraus, dass ich im Kerker der Tempelwache hockte. Geralt und seine Freunde schafften es, mich zu befreien. Und das war auch gut so, denn ich wusste tatsächlich, was Ciri widerfahren war. Leider war... Oh, endlich kann man das mal abbrechen. So. Gequatsche hier. So, genau, mal hier Kräuterlehrer. Mag einfach, wenn gewisse Quests abgeschlossen sind. Je mehr ich trinke, desto schlauer werde ich. Wenn's regnet, dann gießt's. Geralt, wenn's regnet, dann gießt. Herrenjäger, hier ist deine Bezahlung. Du hast sie dir wirklich verdient. Ohne dich hätte ich es niemals geschafft. Hat es sich gelohnt? Ich denke schon. Ich glaube, sie gefällt Letta. Hat sie nichts zu deiner Tat gesagt? Was? Hat sie nichts zu dem gesagt, was du vollbracht hast? Letta, die sagt nicht mehr viel. Das geht schon eine ganze Weile so. Weißt du, Letta ist krank. Etwas ist mit ihrem Kopf nicht in Ordnung. Es fing mit ihrem Gedächtnis an. Sie hat Dinge vergessen. Dann hat sie Leute nicht mehr erkannt. Auch mich nicht. Und jetzt? Jetzt spricht sie nicht mehr. Ich dachte, wenn sie die Perle sieht, würde in ihr etwas aufwachen. Weißt du, wir haben viel über das dumme Versprechen geredet. Das war unser Witz viele Jahre lang. Aber nein, es hat nicht funktioniert. Ist das die tot war, oder? Mir auch. Leb wohl, Geralt. Mögen die Götter dich auf dem Weg beschützen. Vielen, vielen Dank. Was gab es denn? 10 Kronen. Also das ist ja lächerlich. Na egal, wir gucken mal eben.
was wir da an Trophäen geholt haben bis jetzt heute. Da waren ja ein paar dabei. Auch so viel. Eieiei. Okay. Komm, wir werden nie fertig damit. Und nie. Umwelt, töte 50 mit Hilfe Umwelt mit etwa Sumpfgas, Insekten oder Objekten. Sehr schön. Mal eine Trophäe, wo wir schon wieder uns um nichts Besonderes kümmern müssen. Mit dem Axi, da sind wir immer noch dran. Alle mutagene Plätze, das ist ja alles automatisch. Das ist ja gut. Das müssen wir noch mal angehen. Mit den lassen den Gegner Blut, vergift ihn zugleich und dann äschere ihn ein. Das ist so. Oh. Ja, es ist so, wie es ist. Ich höre diese Giftbomben. Dann töte 1500 Gegner durch einen Kopfschuss mit der Armbrust. Das ist auch wieder ätzend. Das ist wieder einfach. Das sollte irgendwann auch so sein. Zerstörung. Meistertrank bei der Tellerist. Bosskampf, Pferderennen 35. Das ist alles okay soweit. Geralt und Freunde, gewinne eine Runde gewinnt, mit der du nur neutrale Karten verwendest. Ach, das war die. Okay, Hergo, hervorragend. Okay. Tja, alles andere wird man dann sehen. 187 brauchen wir. Ach, hey. Okay. Bruder, Schwester. Ewiges Feuer. So, was machen wir als nächstes? Häuser Gwyn spielen wäre gut. Dennitzdang, sprich mit Lothar. Oder die Familienklinge. Such beim Obelisken nach einem Diebeslager. Können wir machen. Das ist nämlich, glaube ich, in der Nähe von Kertrolde. Wenn ich nicht ganz falsch liege. Gucken wir mal. Ah, so halbwegs. Wie Yennefer von Wengerberg gesagt hatte, war es in Skellige zu einer magischen Explosion gekommen. Diese hatte einen großen Teil des Waldes zerstört und schien mit Ciris Auftauchen in Zusammenhang zu stehen. Geralt machte sich auf den Weg zu den Inseln, um Anhaltspunkte über Ciris Aufenthaltsort zu finden. Es zeigte sich, dass der Druide Moissac nicht daran dachte, die Zauberin den zerstörten Wald untersuchen zu lassen. Geralt und Yennefer suchten Jarlkrach an Kraid auf, der ihnen half, den Widerstand des Waldes zu überwinden. Ja, ist auch gut jetzt. Mensch. So. In welche Richtung müssen wir denn hier? Warum habe ich eigentlich immer nur in WoW so eine tolle Orientierung? Städte. Sind Ertrunkene oder sowas? Sind das Argule? Ein Moormixer. Ach herrje, wie viele sind das denn? Keine Gegner hinter mir haben, das ist immer ätzend.
Nein, 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 nein. Er konnte unmöglich. Hier kommen die Ertrunkenen her. Ich sollte es zerstören. Uiuiuiui, das war aber jetzt auch schon wieder eng. Hilfe. Raus mit der Wien. Noch einer. Kommt heim, neue Leute. Hätte Ewigkeit, dass ich mal wieder ein Fragezeichen gemacht habe. Sieh nur, Mama hat gesagt, dass du ein Held bist. Sie brauchen ziemlich lange. 50 Kronen. Aber du bist kein Druide. Was bringt dich her? Du hast ja nichts Tolles. So. Dann können wir uns jetzt weiter um die Familienklinge kümmern. Je nachdem. Ich mein, meditieren mal ein bisschen. An Kret. Noch ein bisschen was essen. Und wieder voll Leben kriegen. Wer ist das noch? Und gleich da. Okay. So, die Stadt nehmen wir auf jeden Fall am Ende auch nochmal mit, würde ich sagen. Und auch da trotzdem mal gucken, was da ist. Nichts wirklich etwas. Sieht aus wie so ein Jahlhaus oder so ein bisschen. Aber. Es ist so unglaublich nervig, dass die nichts sehen.
Okay, jetzt. Sehr schön. Stelle die Diebe beim Alten fort. Machen wir wieder irgendwelche Lampen an. Ich dachte, sonst gibt es hier auch nicht wirklich was. Doch, hier eine Truhe. Vielleicht ist es jetzt noch. Oh, wow, wow. Ja, okay. Das ist aber echt nur eine ganz schöne Ecke. Dann gehen wir jetzt erstmal hier hin. Bewachter Schatz. Mal gucken, ob wir den hinkriegen. Ja, sehr ehrlich. Ich komm wieder, keine Frage. Wir merken uns diese Ecke. Oh. Die Erscheinungen mag ich am allerwenigsten. Wenn man ja auch mal mit diesem einen kämpfen muss, mit Irden und. Bin immer ziemlich stressig. Euch geht's hier gut, was? Landare. Ich hab gehört, dass es in den Hügeln Silber gibt. Ja, gibt es. Aber da kommt man nicht so einfach ran. Ein Schlagbrett. Seewald hat da Felle verkauft und müsste Bergleute. Vollständige Garnison. Und schon Geralt gesagt? Hä? Ja, wir haben wohl Männer gegen die Schwarzen geschickt. So, oh, Kaufmann. Heute könnte dein Glückstag sein. Hart verdientes Geld ausgeben, das ist eine Kunst für sich. Deswegen mache ich das doch nicht so oft. Lass mich mal sehen. Okay. Spielen wir Karten? Natürlich. Das denke ich auch. Darum möchte ich es jetzt vervielfachen. Hast du Lust auf eine Partie Gwent? Dann. Oh, nordisch gegen nordisch mag ich gar nicht. Aber zwei Spione, Sonne. Die Sonne ist, glaube ich, egal. Erstmal hier gerade, dann nehmen wir die weg. Und die weg. Jawohl. Wir machen jetzt erstmal den Fünfer-Spiel und am besten nimmt er ja den. Wir haben noch nicht einmal den Taler gehabt, ne? Das habe ich gehofft. Dann kann ich den wiederbeleben. Und Taler auch noch. Muss eh 10er spielen, von da ist egal.
oder? Ja, das reicht. Noch ein bisschen Nebel. Oh, ihr Kinder. Dass wir die schlechten Karten loswerden. Brauchen wir hier reinhauen. So will der da Sonne haben. Okay. Hat er einen Spion? Er hat einen Spion. Okay, perfekt. Dann kriege ich auch nochmal einen. Bei dem besten direkt. Da warte ich aufs zweite. Ich hoffe, dass er das zweite davon noch hat. Hat er nicht. Oder hat er vielleicht noch? Ich warte das auf jeden Fall, bevor ich das spiele. Jetzt hier die Einäscherung oder was auch immer das ist. Damit hat er dann... Upsala, eigentlich auf jeden Fall verloren. Denn nicht das zweite Katapult. Es. Oh. Gegner hat verpasst. Das heißt, ich kann es spielen. Hat er jetzt garantiert verloren. Boah, 14 Punkte an der Trophäe vorbei. Schade drum. Es wird. Finish. K hier Epstelach. Ah, was? Mein Bruder kann das. Oh, was habe ich gemacht? Haben wir den Schnee rausgetan. Okay. Hervorragend. Also Gwent hat heute schon mal sehr gut funktioniert. Wo gehen wir jetzt denn hin da? Ganz schön weit weg. Habe ich das heute noch? Ich weiß es nicht. Ich guck mal eben, wie der Zeitplan hier so aussieht.
Oder wir machen eben mal nochmal, wir geben Götz, Plötze nochmal eine Chance, aber Plötze hat irgendwie auch von uns die Schnauze voll. Also scheint das ziemlich auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Ah, ne, da ist er. Ist er. Dann Aufi. Nilfgaard ins Kellige. Das hätte ich mir verdammt. Wird ein langer Ritt. Oh, Banditenlager. Person in Not. Mach hinne, Mann! Oh, ja. Danke, Plötze, weil. Okay. Dann kann ich denn hier nochmal die Pferderennen machen? Hätte ich schon Lust zu, ehrlicherweise. Das wäre dann nämlich auch schon mal eine Trophäe. Weniger, die man erarbeiten müsste. Das heißt, erarbeiten, erspielen müsste, ne? Das ist ein Dorf. Das heißt, da ist auch eine Reisemarkierung. Jawohl. Fyristal. Und da haben wir noch ein Anschlagbrett. So. Hexer gesucht. Auftrag Drache. Ja, das ist dieser Drache, der kein Drache ist. Wir erinnern uns. Also ich erinnere mich. Da war ich schon. Aber auch hier sind noch zwei Leute zum. Aber ich. So, damit wir nicht immer diese ganze Reiserei haben. Deswegen speichere ich ja so viel. Hm? Das ist komplett falsch. Kriege ich dafür auch Geld? Er wollte wetten. Nein, wir wollen. Noch Karten spielen können, habe ich alles, was ich brauche. Richtig. Jetzt immer noch nicht, welchen ich da gekriegt habe. Ehrlicherweise. Das muss unfassbar unwichtig sein, eigentlich, weil ich da gekriegt habe eben, oder? Monster. Monster können immer echt ätzend sein, finde ich. Also, Nebel bringt einem da eigentlich auch nichts. Wir haben einen Spion. Zwei. Okay. Ist okay. Hol deine Finte raus, holt er nicht, okay. Dreizehn hat er. Okay, dann 15. Und ich habe sogar noch die Möglichkeit zu sagen. Wir passen, falls er jetzt gleich die Hammerkarten auspackt. Wann fange ich denn jetzt wieder an? Kann er mir in die Karten gucken oder warum spielt er das jetzt? Egal. So, das brauchen wir eh nicht, weil die ganz selten. Irgendwas in der Mitte spielen, die Monster-Decks. Da sind die Mumen. Darauf habe ich mich gewartet. Dann kann der die Runde nämlich gerne haben.
Hat er nämlich so gut wie keine Karten mehr. Mach ruhig. Ich glaub nicht, dass du mir hier noch gefährlich werden kannst. Zumindest meine Hoffnung natürlich. Nee, 5 Karten mehr im Leben nicht. Was soll er denn da jetzt noch haben? Okay. Und sogar auch noch weg. Mhm. Ist fein für mich. Sehr schön. Ja, ich passe immer auf die Mumen auf, wenn die kommen bei den Monstern, weil die sind schon sehr, sehr böse, finde ich. Also. Ja. Der nächste Gwint-Spieler hier. Okay. Was ist denn hier los auf Gwint eigentlich? Oder spielst du nicht? Wieso nicht? Immerhin mache ich die besten Waffen der Insel. Sieh nur. Eisenerz tief aus dem Inneren des Artfand, wo Riesen einst die Erde aufgerissen haben. Dann mein Schmiedefeuer, das seit 6 Generationen pausenlos brennt. Es wird vom Vater an den Sohn vererbt. Und jeden Abend kommt Hara, meine Jüngste, sticht sich in den Finger und lässt einen Blutstropfen in das Wasser fallen, indem ich die Klingen härte. Gut. Leider bist du wahrscheinlich auch kein Meister, aber wir können Sachen verkaufen. Lass mich mal sehen. Wir haben ja wieder gekämpft. Sehr gut. Wir sind fast Level 20, aber wir müssen Gwint spielen. Ich will unbedingt ein paar Partien Gwint spielen. Und das würde mir gut tun. Mhm. Scoia'tael. Jo, alle drei ne? Nice. Und Nebel kann man bei denen auch sehr gut gebrauchen. Ich würde jetzt fast echt nichts machen. Ja. Sollte ich denn Besseres kriegen? Ja, und wenn er eine Fint hat, wird er das jetzt bei einem der schlechteren Spione benutzt, weil er ja eigentlich theoretisch nicht weiß, dass ich die besseren noch habe. Da ist er, genau. Wenn er den gleich noch spielt, kann ich den sogar nochmal benutzen. Hm. Gegner hat gepasst. Ich habe die Finte nicht gekriegt. Okay. Ich bräuchte eine 7. Nee. Eine 10 reichen. Mhm. Dann holen wir mal die hier mal und holen ihn mal. Da ist die Finte. 4 Karten mehr, das ist kann der irgendwas haben, der mir, was mir den Sieg kaputt macht? Ich weiß nicht. Ich gebe jetzt aber mal das. Das müsste ja schon mal 2 kaputt machen, genau. Exakt. Marcel hat er auch.
Hervorragend. Glaube ich. Hervorragend. Die Mauer direkt weg. Wir haben 5 Karten mehr. Der tut mir aber auch gefallen hier. Das behalten wir so sehr gut so bei, weil dann kann sie nicht Einäschern benutzen, weil sie ihre eigenen anderen wegmacht. Wir haben Sonne, kein Problem. Mach ruhig. Okay, das ist in Ordnung für mich. Signal hat gepasst, es ist vorbei. Okay, hervorragend. War das noch spielen? Nee, warte. Wenn erst Sonne. Mache ich ihn natürlich gerne schlecht. Dann. Dankeschön. Silberplatten habe ich gekriegt. Ja, Herr, Dankeschön. Dafür spiele ich Gwyn, wenn ich Silberplatten will. Arsch. Egal. Wiepe. So, wir gucken weiter auf die Weltkarte. Denke ich, höre jetzt vor. Boah, ich weiß nicht, ob wir das jetzt heute noch schaffen. Auf jeden Fall werde ich jetzt nicht noch was Neues beginnen. Dann werden wir gleich aufhören. Upsa. Ingo, perfekt. Wir essen noch mal eben eine Kleinigkeit. Und speichern, bevor wir da jetzt reingehen. Man weiß ja nie, was passiert, ehrlicherweise. Das ist ein Monsternest. Ja, hallo. Ja.
beschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Hau ihn! Haut euch! Ja! Gut gemacht. Sterbt doch endlich! Wieder mal ein Diebestagebuch. Sucht beim Waldfriedhof nach Dieben. Upsala. Mhm. Die Harpchen haben hier ihr Nest. Ja, mal gucken, was wir das Monsternest hier noch wegkriegen. Ah, da. Feuerfalle. Schick. Noch eine Trophäe heute bekommen. Nochmal 1600 Schritte weit weg. Was ist das für eine Quest? Die habe ich nicht im Kopf. Aber ja, wir haben hier ein paar Markierungen lang. Dann wird das Reisen auf Skellige dadurch auch einfacher von Insel zu Insel. Sonst immer etwas beschwerlich. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zur Stadt zurück und dann machen wir Schluss für heute. Schön, dass das spontan so möglich war zu streamen. Hat Spaß gemacht. Wir kommen bei The Witcher 3 jetzt immer mal ein bisschen weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt weiter bin tatsächlich im Gesamtfortschritt des Spiels. Diablo oder The Witcher jetzt, wenn es nur nach der Singleplayer-Kampagne natürlich geht. Ansonsten ist Diablo natürlich weitaus endloser. Gut. Aber dann. Du musst länger auf den Inseln bleiben und deine Kraft aufbauen. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt. Das ist auch richtig. So, haben wir nicht nochmal kurz den Händler. Zurück. Lass mich mal sehen. Ah, schon ein bisschen Kohle gescheffelt wieder. Ah, und damit können wir dann erstmal zufrieden sein. Danke, ja, auch. Und dann bin ich jetzt erstmal raus und sage Dankeschön. Vielleicht spontan morgen, ansonsten gibt es den nächsten Stream sehr wahrscheinlich am Donnerstagabend dann auf jeden Fall wieder mit Baldur's Gate 3. Macht's auf jeden Fall gut. Danke fürs Zusehen und haut rein. Tschüss.